Oh, hallo Jörn, ich grüße dich. Also, wir reden über die Windsteueranlage, die du mir gebaut hast. Ja, und ich bin jetzt hier hinten dran, kann man ja auch sehen. Und wir reden tatsächlich hier über diese Stange. Und ja, das ist jetzt eine gute Aufnahme. Und der Punkt ist, das kann man vielleicht sehen, hier ist Spiel. Hier ist Spiel. An dieser Stelle, wo diese Stange hier in dieses Kupferding reingeht. Ja? Wenn wir uns jetzt vorstellen, dass wir segeln, dann ist ja hier Spannung drauf, die in die Richtung geht, also zum Ja. Schiff hin. Grüße von Sibyl. Hi. Ja, und dann ist dieses Wackeln nicht da. Ja, aber jetzt so, wenn das nicht dran ist, und du kannst das auch hinten beobachten, hier auf. An dieser Stelle, ja, es ist, naja, es ist nicht ganz scharf, also das wackelt hier auch ein bisschen, nee, eigentlich kaum, ja doch, ein bisschen wackelt es, so, hier ist auch Dreck drauf, das ist die Frage, also gibt es hier Handlungsbedarf, ja, gibt es hier Handlungsbedarf? Die kann man sehen oder nicht. Und hier ist auch ein bisschen Spiel. Ja, kann man, glaube ich, auch sehen. Warte mal hier. Ja, Hören kann man's. halte mal von hier oben, dann sieht man nämlich das Spiel. Wenn ich das so hin und her bewege, ja. Das ist ein Stückchen. So. Hier könnte ich offenbar durch diese Schrauben was machen, nämlich hier und hier. Das ist so im Moment die Sorge, die wir mit der Windgear haben. Alles andere ist gut. Du hast vielleicht, wir hatten ja darüber gesprochen, dass ich das hier erneuert habe durch eine Edelstahllösung. Und ich habe jetzt auch im letzten Sommer also gelernt, ganz langsam einen halben Zentimeter, also erstmal auszukuppeln und einen halben Zentimeter zu bewegen. Und jetzt komme ich also mit der Windsteueranlage auch gut zurecht. Vorher war ich ein bisschen immer zu ungeduldig und zu fahrig und zu schnell und habe dann sozusagen mir Probleme eingehandelt. Ja, das wollte ich dir erzählen und wäre schön, wenn du dazu was sagen könntest. Danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss.